Sollte man die Anonymität im Internet verbieten? Solltest du gezwungen werden, dieses YouTube-Video mit deinem Klarnamen zu kommentieren und überall sonst im Social Media auch? Mein heutiger Gast ist dafür. Und das ist nicht irgendjemand, sondern der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Professor Hans-Jürgen Papier. Er spricht sich im Interview unter anderem für die Klarnamenspflicht aus, aber auch interessanterweise für die Volksinitiative auf Bundesebene. Sei gespannt auf dieses Interview. Es gibt ja viele Leute, die sagen, es ist wichtig, sich verstecken zu können hinter einem Pseudonym und dann kommentieren. Und viele Kommentare sind leider auch etwas, ich sag mal, beleidigend oder nicht sehr sachlich. Sehr viele Ad hominems, persönliche Attacken. Gleichzeitig aber, sagen Sie im Buch, kann, und da zitiere ich Sie, es darf verlangt werden von der Verfassung wegen, dass jemand sich zu seiner Meinung bekennt, aber nicht es ohne die Namensnennung zu tun. Also Sie würden Artikel 5 Meinungsfreiheit wirklich dann so definieren, wie ich Sie verstanden habe, dass man zwar die Meinungsfreiheit hat, aber bitte nicht ohne den eigenen Namen zu nennen. Habe ich Sie da richtig verstanden? Also ich persönlich, ich weiß nicht, ob wir jetzt übereinstimmen. Ich habe ja in meinem Buch und auch schon anderswo immer darauf hingewiesen, dass zur Meinungsfreiheit im Sinne des Grundgesetzes nicht das Recht gehört, diese Meinung auch anonym, nicht? Oder unter einem Pseudonym zu vertreten. Meinungsfreiheit bedeutet das Recht eines jeden, seine Meinung zu äußern und sich dazu eben auch zu bekennen. Ein anderes Beispiel für eine Kommunikationsfreiheit ist die Versammlungsfreiheit, die Demonstrationsfreiheit, über die wir gerade vorhin gesprochen haben. Hier ist ganz eindeutig, dass der Gesetzgeber ein Vermummungsverbot verhängen kann, was er auch getan hat. Nicht? Weil man sagt, Versammlungsfreiheit bedeutet eben Freiheit, sich zu bekennen, durch Teilnahme an einer Demonstration, sich zu einem bestimmten Thema eben und zu einer bestimmten Leitidee zu bekennen, zu dem Motto der Versammlung. Auf der anderen Seite aber auch dafür öffentlich einzustehen. Nicht? Und dann natürlich auch mit der vorsätzlichen Gewährleistung, dass man dafür nicht belangt wird. Nicht? Von staatlicher Seite. Ne? Also, ich sage gerade, ich hielte es für verfassungsrechtlich zulässig, wenn der Gesetzgeber sich entschlösse, eine sogenannte Klarnamenspflicht einzuführen. Ne? Und wären Sie dann persönlich dafür, weil so wie ich Sie verstanden habe im Buch, Sie formulieren das vorsichtig, aber so wie so der Geist Ihrer Worte interpretiere ich so, dass Sie eher dafür wären, das auch einzuführen. Ja. Ich glaube, wir brauchen, das ist ja heute anerkannt, wir brauchen irgendwelche Regeln, die dafür sorgen, dass dieser öffentliche Diskurs im Internet wieder ja, etwas mehr Selbstverantwortung, ja, Selbstverantwortung ja. Und auch Rechtstreue zeigt. Und diese Neigung zum Rechtsbruch auch, nicht, wenn Sie im Internet andere Menschen beleidigen, verleumden oder gar Volksverhetzung im Sinne des Paragraphen 130 Strafgesetzbuch begehen, nicht, was ja auch häufig der Fall ist, indem Sie also rassistisch, religiös bedingte oder motivierte Hetze betreiben, nicht, dann ist das Volksverhetzung. Strafbar an sich. Also es wäre sicherlich nicht der Königsweg, nicht? Aber eine Möglichkeit, wie ich meine, in den öffentlichen Diskurs im Internet wieder mehr Disziplin, mehr Selbstverantwortung, aber eben auch mehr Rechtstreue durchzusetzen, wenn die Teilnehmer an diesen Kommunikationsprozess sich offen bekennen müssen, nicht? Sich authentifizieren müssen, nicht?
Ja. Und Ihr Untertitel, ne, lautet ja, wie der Rechtsstaat ausgehöhlt wird. Und so das kleine Zwischenfazit bisher, darf man dann sagen, dass der Rechtsstaat sowohl von der Bundesregierung, von der Politik als auch von den Bürgern, also Stichwort Beleidigungen anonym bei YouTube, in YouTube-Kommentaren, das ist quasi von beiden Seiten leider, also es ist ein trauriges Zwischenfazit, aber von beiden Seiten, also Gesellschaft und Staat, ein wenig missachtet oder vielleicht auch ein wenig, sondern klar missachtet wird. Vielfach, ja, das würde ich sagen, nicht? Also ich appelliere für mehr Rechtstreue, sowohl auf Seiten der Politik wie auch auf Seiten der Bürgerinnen und Bürger. Oder etwas allgemeiner formuliert, der Rechtsstaat, die Rechtsstaat, die Demokratie braucht Tugenden, und zwar Tugenden sowohl auf Seiten der Regierenden wie auch auf Seiten der Regierten, nicht? Und das bringt mich gleich auch zum dritten, letzten Komplex. Das ist Stichwort Demokratie. Also das ist ja diese, wir leben ja in einem demokratischen Rechtsstaat. Und da spielen diese zwei Grundprinzipien eine Rolle. Also Rechtsstaat zum einen und Demokratie zum anderen. Und interessant fand ich, auf einigen Seiten schlagen Sie vor, eine Idee der Volksinitiative möglicherweise einzuführen als Gedanke. Ich weiß noch aus meinem Politikstudium der Unterschied zwischen Volksentscheid, wo also das Volk selber entscheidet, und der Volksinitiative, wo quasi ein Initiativrecht da ist, wo die Bürger sagen, wir wollen beispielsweise X geklärt haben und am Ende aber dennoch das Parlament entscheidet. Diese Idee fand ich sehr interessant in Ihrem Buch. Würden Sie tatsächlich so eine Volksinitiative befürworten, wenn sie im Grundgesetz eingeführt Ich wird? würde das durchaus als eine Möglichkeit erachten, um die Demokratie oder den demokratischen Rechtsstaat in den Augen der Öffentlichkeit wieder etwas, ja, attraktiver zu machen. Denn wir müssen ja schon sehen, dass die repräsentative Demokratie, das Prinzip der indirekten Demokratie, also der Wähler nur beim Wahlentscheid gewissermaßen gefragt wird, seine Souveränität ausüben kann, nur ausschließlich über alle 4 oder beziehungsweise 5 Jahre stattfindenden Wahlakte. Diese Idee ist ja in Misskredit geraten, nicht? Oder jedenfalls doch zu einem erheblichen Teil in Misskredit geraten in der Bevölkerung, dass man sagt, hier werden wir im Grunde abgehängt, unsere Sorgen, nicht? Unsere Bestrebungen, unsere Ziele, unsere Erwartungen werden gar nicht aufgegriffen. Die Probleme, die uns, also die Bevölkerung, wirklich drängend interessieren, sind ganz andere als die Probleme, die in der Politik, aber auch in den Medien behandelt werden, nicht? Das ist ja so der Grundvorwurf, was sicherlich überzeichnet ist, aber ich muss schon feststellen, dass es solche Kritiken am System gibt, nicht? An der repräsentativen Demokratie. Und deshalb meine ich, gibt es, also ich würde nicht so weit gehen zu sagen, ja, da brauchen wir eben, wie zum Beispiel die Landesverfassung von Bayern vorsehen. Aber auf Bundesebene würde ich das nicht akzeptieren, würde ich das nicht befürworten, dass man neben der Gesetzgebung durch den Deutschen Bundestag, sage ich mal, also durch das gewählte Parlament, auch eine Gesetzgebung unmittelbar durchs Volk vorsieht. Mit solchen Volksentscheiden, jedenfalls auf Bundesebene, meine ich, würden wir nicht gut fahren, Stichwort nicht? Populismus. Ja, eben, nicht? Und die vielen komplexen zu regelnden Dinge, zum Beispiel, weiß ich, die Sicherung der Rentenversicherung, nicht? Die können Sie nicht entscheiden, nach einem Schwarz-Weiß-Schema, mit Ja oder Nein. Aber das ist genau der Volksentscheid. Der kennt eben nur Ja oder Nein, Schwarz oder Weiß, nicht? Also der Volksentscheid ist nicht geeignet, irgendwie Kompromisse zu erzielen, nicht? Und Ausgewogenheit herzustellen. Wie gesagt, er kennt nur das Ja oder Nein oder das Schwarz und Weiß. Also deshalb halte ich auf Bundesebene von einem Volksentscheid, also von dem Gedanken, dass das Volk selber die Gesetze erlässt, nicht? Oder zu einem gewissen Teil neben dem Deutschen Bundestag, für keine glückliche Idee. Ich glaube, Sie brauchen auch nur
jetzt mal einen Blick auf das Vereinigte Königreich zu werfen, nicht? Welche Folgen der Volksentscheid zum Brexit hat oder hatte und haben wird. Aber man kann einen Mittelweg vielleicht wählen. Man kann durch die Einführung einer Volksinitiative, etwa auch auf Bundesebene, das sind natürlich dann immer bestimmte Quoren, nicht, vorausgesetzt, damit ein solches Verfahren überhaupt in Gang gesetzt werden kann, können Sie zumindest, sagen wir mal, dem Volk oder jedenfalls der Mehrheit des Volkes die Möglichkeit eröffnen, Themen an die Politik heranzutragen, ja? Dass dieses oder jenes geregelt werden sollte, nicht? Aber die Regelungshoheit dann, ob das dann tatsächlich in Form eines Gesetzes geregelt wird und welchem Inhalt, das hätte nach wie vor der vom Volke gewählte Gesetzgeber zu entscheiden. Also ich weise auch immer darauf hin, dass wir ja im Lissabon-Vertrag, also in der neuen, ich sage es mal etwas salopp, in der neuen Verfassung für die Europäische Union, nicht, eine solche Volksinitiative auf der Ebene der EU durchaus kennen. Ja? Das ist vielen unbekannt. Nicht? Damals ist das eingeführt worden und es ist auch schon, wird auch schon praktiziert. Ja? Und was auf dieser großen Bühne, nicht, auf dieser weiten Ebene der EU möglich ist, das sollte doch in einem Mitgliedstaat wie der Europäischen, in der Europäischen Union wie Deutschland auch möglich sein. Nicht? Dort ist die Volksinitiative eingeführt. Dabei wirft man der EU die undemokratische Das, Struktur vor, interessanterweise. ja. Und ich finde diese Idee, ich kann mich noch aus dem Grundrechtsstudium erinnern, an diese Idee der praktischen Konkordanz, dass man also bestimmten Grundrechten möglichst weit zur Geltung verhilft. Und ich glaube, dass die Volksinitiative diese praktische Konkordanz zwischen Demokratie und Rechtsstaatsprinzip idealerweise verkörpert. Einerseits gibt man dieses Vorschlagsrecht, aber andererseits bleibt man immer noch in dieser indirekten Demokratie, wo das Parlament am Ende das entscheidet. Also wäre sehr interessant. Also hat mich sehr gefreut, dass Sie das im Buch angesprochen haben. Das ist, gibt uns allen ein bisschen zum Nachdenken. Und die letzte Frage, die ich hätte, was wäre denn so der Ausblick für den normalen Bürger, der jetzt nicht Jura studiert hat? Da würde ich nämlich gerne noch mal kurz auf ein Zitat eingehen. Am Ende des Buches schreiben Sie wirklich Ihr letzter Absatz, da schreiben Sie, Sie müssen nicht Jurist werden, davon gibt es genügend in Deutschland. Es ist schon ein Anfang, wenn der Rechtsstaat in der Öffentlichkeit wieder ein Thema wird. Wenn die Wähler sich zum Beispiel fragen, ob die geplante PKW-Maut ein Verstoß gegen das geltende Recht war oder ob eine diskutierte CO2-Steuer wirklich noch verfassungskonform sein kann. Und da habe ich mir wirklich überlegt, ich hätte irgendwie BWL studiert oder ich wäre von der Ausbildung Ingenieur. Wie kann dann ein normaler, also Nicht-Jurist, sich solche Fragen dann möglicherweise beantworten? Also ich nehme mal Ihr Beispiel, ob die geplante PKW-Maut ein Verstoß gegen das geltende Recht war. Also können Bürger wirklich Rechtsbewusstsein entwickeln, wenn sie sich nicht mit dem Recht auseinandersetzen? Weil ich finde das in der Praxis äußerst schwierig, wenn ich zum Beispiel, wie gesagt, ein Wirtschaftsingenieur bin, wie kann ich solche Fragen dann überhaupt beantworten? Der Bürger oder die Bürgerin soll und kann das natürlich nicht beantworten, aber sie kann, oder sagen wir mal, die Öffentlichkeit allgemein, oder die Summe der Bürgerinnen und Bürger können immerhin ein Rechtsbewusstsein entwickeln, dergestalt, dass sie eine Klärung, eine Vorabklärung, eine Befassung seitens der Politik erwarten und verlangen. Ja. Nicht? Mich hat zum Beispiel immer in letzter Zeit gestört, dass, als es um die Frage ging, ob der Solidaritätszuschlag nun weiter erhoben werden soll, in welchem Umfang er erhoben werden soll, die Politik, aber auch die Medien, nicht? Im Grunde einfach nur diskutierten, ja, braucht der Bund das Geld überhaupt, nicht? Hat er nicht ohnehin viel zu viel Einnahmen, nicht? Schwimmt er im Geld oder kann er eben darauf nicht verzichten? Sollten wir aber immerhin die sogenannten Reichen wenigstens weiterhin belasten, Solidaritätszuschlag, ja? Ist es denen zumutbar, nicht? Brauchen wir so eine Art Reichensteuer, nicht? Und ist dieser Solidaritätszuschlag dafür geeignet?
Das wurde diskutiert, auch in den Medien. Und die eigentlich sich drängende, aufdrängende Rechtsfrage, nicht, wurde eben jedenfalls lange Zeit und in weiten Teilen der Politik einfach ignoriert. Und ich habe auch in den Medien, in den klassischen Medien, also auch in den Zeitungen, vielfach nichts darüber gelesen. Nicht? Und Sie meinen mit der drängenden Frage, ist er überhaupt rechtlich zulässig? Ja, dass man das wirklich, oder nehmen Sie ein ganz aktuelles Beispiel, Berlin, der Landesgesetzgeber Berlin hat einen Mietenstopp eingeführt. Nicht? Einfrieren der Mieten auf 5 Jahre mit Mietobergrenzen und Mietabsenkungen. Da wird in der Politik vielfach eben nur diskutiert, ob das nun wirklich also den, weiß ich, die Probleme löst, nicht? Ob es nicht sinnvoller wäre, lieber mehr Wohnungsbau zu betreiben, nicht? Oder ob man vielleicht lieber staatliche Wohngelder dann nicht einführt in stärkerem Maße, nicht, um die sozial schwächeren Schichten also angemessen mit Wohnraum zu versorgen. Nicht? Aber die Frage, kann ein Bundesland bestehendes Bundesrecht, und wir haben im Bundesrecht, im bürgerlichen Gesetzbuch, haben wir ein soziales Mietpreisrecht, also übrigens, jetzt ja gerade wieder noch verschärft worden ist auf Bundesebene, kann es sein, dass einzelne Länder einfach da mit ihrer Landesgesetzgebung erklären, nö, das gilt jetzt 5 Jahre nicht, nicht? Das gilt jetzt Landesrecht. Nicht? Das ist meines Erachtens so eklatant, außer Achtlassung von Rechtsbewusstsein, ja? Da fehlt die rechtliche Orientierung der Politik und die Öffentlichkeit fordert das offenbar auch nicht ein, nicht? Denn die Mehrheit der Befragten ist eindeutig für einen, in Berlin, für einen solchen Mietenstopp. Nicht? Weil im Grunde, da fehlt meines Erachtens die rechtliche, verfassungsrechtliche Orientierung. Nicht? Also wenn ich das zusammenfassen darf, Sie kritisieren also, dass die Menschen sich nur über die Zweckmäßigkeit Gedanken machen. Vielfach, ja. Aber fast nie über die Rechtmäßigkeit. Leider eben auch die Medien, nicht? Die öffentliche Diskussion doch noch weitgehend bestimmen, nicht? Machen wir uns nichts vor, nicht? Da wird das auch zum Teil nicht hinreichend, es gibt Ausnahmen, nicht? Aber nicht hinreichend problematisiert, nicht? Und dann wundert man sich. Denn wenn dann plötzlich, ich sag mal jetzt etwas, drücke mich salopp aus, plötzlich dann ein Gericht entscheidet, nicht? Nehmen Sie auch zum Beispiel den Dieselskandal. Nicht? Da ist jahrelang, hat man es hingenommen, praktisch ein Jahrzehnt, dass die vom europäischen Recht zwingend vorgeschriebenen Grenzwerte in Deutschland überschritten werden. Und jetzt wundert man sich, wenn Verwaltungsgerichte partielle Fahrverbote verhängen. Nicht? Und dann kommt halt von Seiten der Politik auch noch wiederum vielfach der Hinweis, an diese Entscheidung, gerichtliche Entscheidung, werden wir uns sowieso nicht halten. Nicht? Ja, das kommt nur noch hinzu. Also verliert die Politik, aber auch die Öffentlichkeit, die verfassungsrechtliche und allgemeinrechtliche Orientierung. Nicht? Und das ist für einen Rechtsstaat auf Dauer eigentlich nicht tragbar. Ne? Deswegen auch Ihre Warnung. Ja. Das fand ich sehr gut. Ganz am Ende der Interviews stelle ich manchmal meine Kanzlerfrage. Und die Kanzlerfrage ist, angenommen Sie wären Kanzler für, ich sag mal, 10 Minuten, eine halbe Stunde, das ist gar nicht so wichtig. Und Sie könnten in dieser Zeit eine Reform umsetzen. Was würden Sie mit diesem Zauberstab und diesem Gedankenexperiment, was würden Sie gerne in Deutschland verändern? Ein neues Gesetz, eine neue Verordnung, was wäre das aus Ihrer Sicht? Also ich würde auch aus psychologischen Gründen, wenn Sie so wollen, und vielleicht auch eine gewisse symbolische Wirkung zu erzielen, würde ich anregen, ich könnte es ja als Kanzler nicht alleine, nicht, sondern nur über die Gesetzgebung, würde ich zumindest anregen, darüber nachzudenken, unser Grundgesetz insoweit zu modernisieren, anzupassen, als ich in dieser grundlegenden Vorschrift des Artikel 20, die sich mit unserer Staatsstruktur befasst, mit dem Rechtsstaat, Demokratie, Sozialstaat,
Bundesstaat, also wo die wirklich die Fundamentalaussagen zu unserer Verfassungsordnung stecken, im Artikel 20, würde ich aufnehmen den Gesichtspunkt der Befriedigung oder der Befriedung, also die Verpflichtung aller staatlichen Organe auf die Nachhaltigkeit, auf die Generationengerechtigkeit, dass die Politik verpflichtet wird, sei es Gesetzgebung, Verwaltung oder Rechtsprechung, verpflichtet wird auf die dauerhafte Befriedigung der Gemeinwohlinteressen. Sie können es auch salopper Nachhaltigkeit ausdrücken. Das ist etwas, was über Jahrzehnte in Deutschland zu kurz gekommen ist. Nicht? Die Politik in der Demokratie neigt sie natürlich dazu, immer nur auf die Wahlperiode zu schauen. Nicht? Also einen Ausgleich der Belange zu suchen, nur innerhalb der gegenwärtigen Wahlbevölkerung. Nicht? Das ist kein Vorwurf, das ist einfach wahrscheinlich systembedingt, dass man immer auf die nächsten Wahlen schaut. Nicht? Und danach seine politischen Entscheidungen ausrichtet. Und das ist jetzt über Jahrzehnte, leider hat das dazu geführt, dass eben viele, ja, gerade die künftigen Generationen betreffenden Belange außer Acht gelassen wurden. Das ist jetzt sehr massiv zutage treten beim Klimaschutz, aber das können Sie genauso beziehen auf die Sozialpolitik. Nicht? Mhm. Die ganzen vielfältigen, ich sag mal, in Anführungsstriche Geschenke, nicht, an die Wahlbevölkerung im sozialen Bereich, also im rentenrechtlichen Bereich, gehen ja doch zulasten der künftigen Generationen. Nicht? Und sei es nun als Steuerzahler, sei es als Rentenversicherungspflichtiger. Nicht? Und das wird leider nicht hinreichend beachtet. Nur dieser Verfassungsgrundsatz der Nachhaltigkeit müsste, und das habe ich auch im Einzelnen ausgeführt, nicht in dem Buch, aber in einem Beitrag, müsste flankiert werden mit einer sehr starken verfahrensmäßigen Regelung, also dass das eben auch justiziabel ist, dass das auch gerichtlich durchsetzbar ist. Nicht? Sonst steht es nur auf dem Papier. Ja, hin und wieder spreche ich mit Bundestagspolitikern. Ich werde in den nächsten Interviews mit Politikern das mal ansprechen, mit der Nachhaltigkeit in Artikel 20. Ja. Herr Papier, haben Sie ein ganz herzliches Dankeschön für das super inhaltsgeladene Interview, für die Ideen und für alle unsere Zuschauer. Das Buch, das neue Buch von Herrn Papier ist Die Warnung. Es ist super verständlich. Ich empfehle es zu lesen. Man kann es unglaublich gut verstehen. Es sind tolle Gedanken drin. Es ist mittlerweile auch ein Spiegel-Bestseller. Das heißt also, der Link zu diesem Buch, den findet ihr wie immer unter dem Video. Ansonsten kommentiert gerne natürlich mit Klarnamen. Wenn es geht, kommentiert gerne dieses Video und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Herr Papier, nochmal herzliches Dankeschön. Bitteschön. Hast du eigentlich schon daran gedacht, diesen Kanal zu abonnieren? Einen kleinen Kommentar zu hinterlassen oder einen Daumen hoch zu klicken, weil du das Video in Wirklichkeit sehr, sehr gut fandst? Naja, zumindest eine Person würde das sehr, sehr glücklich machen. Ich sag's ja nur.